The holidays are here, the Christmas cheer. Bum 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 bum. Subscribe to Tiki's Son. I cannot wait till Christmas morning when I get to open my presents. I got presents under the tree and I'm trying to be sneaky. Get a peek, get a leak of what it just might be. I cannot wait till Christmas morning when I get to open my presents. I got presents under the tree and I'm trying to be sneaky. Get a peek, get a leak of what it just might be. I cannot wait till Christmas morning when I get to open my presents. I got presents under the tree and I'm trying to be sneaky. Get a peek, get a leak of what it just might be. Gotta get into that Christmas spirit. Grab a beat that makes you wanna move every time you hear it. Jingle bells, daddy smells, mommy laid an egg. The minivan lost its wheel, Jay Breezy got away. Breezy off the easy's on the beat like little drummer boy. Ba-rum-ba-bum-bum-bum, I got so many toys. Dreaming of the PS4 special edition. Nintendo Switch in the brand new condition. I need to get some steppin' to some Michael Jordans. Fresh out the box with the tag still on. I cannot wait till Christmas morning. Mabu, hi, servus and welcome back to my channel. Also, ich war gerade im 1-Dollar-Store und habe ein paar Sachen geholt für den Nikolaustag am Freitag. Das ist in 2 Tagen, heute ist der 4. Normalerweise mache ich das nie, weil ich einfach, keine Ahnung, ich bin zu faul. Und ja, ich meine, okay, in Deutschland hätte ich diese Nikolaus-Stiefel ja kaufen können einfach. Aber da waren die noch zu klein und wir kaufen keine Candies. Und wo wir eben hierher gekommen sind, die Amis haben das hier nicht, dass ich das kaufen kann. Und dann müsste ich selber was zusammenstellen und da war ich immer zu faul. Wie gesagt, wir kaufen den Kindern keine Candies und deswegen habe ich da immer keinen Bock gehabt, das zu machen. Alter, guck mal dahin, die sind auf dem Spielplatz. Ja, ich fahre gerade heim und meine Kinder sind mit dem Mann auf dem Spielplatz. Bin hier gerade vorbeigefahren. Ja, dieses Jahr wollte ich es halt mal machen, weil, ja, wisst nicht, ich finde, es gehört halt auch dazu. Ne? Ich bin halt auch so aufgewachsen damit. Mein Vater hat mir immer den roten Stiefel gekauft und hat es mir immer gegeben. Auch wo ich schon groß war, hat er mir immer einen Stiefel gekauft und hat es mir immer gegeben. Ja, und ich wollte es halt auch immer gern mit meinen Kindern machen. Deswegen habe ich jetzt kurzfristig beschlossen, dieses Jahr anzufangen, das zu machen. Und man muss ja nicht immer nur süße Sachen reinmachen, gell? Wir sind jetzt nicht so streng mit Süßigkeiten. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen so, nein, ihr könnt niemals irgendwas Süßes haben. Niemals, niemals, nein. Nee, so ist es nicht. Wir geben denen natürlich auch mal was Süßes. Aber wir persönlich kaufen jetzt nicht wirklich süße Sachen. Wir haben nie süße Sachen im Haus. Wenn wir mal süße Sachen haben, dann ist es von Freunden oder ist es von meiner Arbeit, weil mein Chef kann so ein paar von meinen Produkten sind Süßigkeiten und mein Chef tut eben manchmal ein paar süße Sachen muss er abschreiben und ja, und dann kriege ich da halt manchmal welche, ne? Ja, oder die kriegen Süßes von der Schule. Was auch irgendwie komisch ist, weil die immer davon labern, von wegen, ja, gesunde Sachen, auch wenn wir denen Essen mit in die Schule bringen, das soll dann immer was Gesundes sein und so Sachen, weißt du, und dann haben die Süßigkeiten in der Schule. Raff ich ja nicht, verstehe ich nicht. Ja, wollte ich jetzt noch sagen? Keine Ahnung, ich habe jetzt irgendwo einen Faden verloren. Und wir haben jetzt vor ein paar Wochen erst denen ihre Zähne fixen lassen. Die hatten nämlich Karies gehabt. Es waren 300 Dollar. Ist ein Fall nicht so wie in Deutschland, ne? Wo man das kostenlos bekommt oder nur keine 10 Euro oder keine Ahnung, was man da bezahlen muss. Aber ich glaube, bei Kindern, das ist ja alles kostenlos, ne? Nee, hier. Wir haben Krankenkasse. Wir bezahlen jeden Monat eine Menge Dollar Krankenkasse rein. Aber wir müssen trotzdem noch extra bezahlen. Die haben Karies gehabt. Das hat 300 Dollar gekostet. 300 Dollar. Ey. Das mussten wir uns aus dem Arsch ziehen, ne? Vor allem jetzt, kurz vor Weihnachten dann noch. Alter Schwede doch. Das ist ein anderes Thema. Will ich mich jetzt nicht drüber aufregen.
Aber ja, ich habe jetzt ein paar Sachen geholt. Ich habe so einen kleinen Nikolaus geholt, weil ich finde, der Nikolaus muss mit rein. Dann habe ich noch so einen kleinen Socken. Dass ich es rausziehe. So einen Nikolaus-Socken habe ich gekauft. Da stopfe ich halt den kleinen Nikolaus rein. Das ist das hier, ne? So schaut er aus. Da habe ich so einen kleinen Nikolaus gekauft. Und ja, dann habe ich noch ein paar Bleistifte. So Cracker-Snack-Dingies habe ich gekauft. Und ja, so ein Poop-Emoji-Dingy. Das sah lustig aus. Man kann es so squishen. Ja, das wird auf jeden Fall nicht alles hier reinpassen. Nee, aber ja, was ich halt reinbekomme, stopfe ich rein und dann tue ich den Rest irgendwie so in die Schuhe rein oder keine Ahnung. Wie, weiß ich noch, habe ich noch nicht ganz ausgedacht, wie ich das mache. Aber ja, ich bin jetzt daheim, mache das jetzt alles fertig und dann zeige ich euch am Freitag, wie das ausschaut und die Reaktion von den Kindern. Nee? Schuhe stehen jetzt hier. Okay, so we're gonna see tomorrow what we get. Yeah. Okidoki. Also ich habe jetzt hier den kleinen Stiefel. Es passt sogar einiges rein, also hätte ich jetzt nicht gedacht. Der Poop-Emoji. Das squishy Dingy passt hier voll rein. Der Schoki, Nikolaus und die Bleistifte. Das werde ich dann in den Schuh reintun. Und dann noch diese Goldfische. Und das insgesamt war alles. Also ich habe das hier alles doppelt. Das hat mich alles gekostet. 7,41 beim Dollar Tree. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sachen. 1 Dollar plus Tax. Cool, ne? Jo. Und das kommt jetzt in den Schuh rein. Guten Morgen. What are we doing? Was gibt es? You gotta take your shoes or what? Oh yeah. Okay. I got the same thing as you like. Let me see. Oh, goldfish. Oh, okay. Some pencils. At school, because I always lose my pencils. What's this? Oh my god. What did you get? Oh, here's the chocolate. Got a different one. Oh, I got a different face. Poodoo. Yay. And yeah, that was what was in my shoes. Cool. Okay. Turn it off.